einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem kleinen Film heute. Und zwar habe ich Rezepte ausgesucht: Paprika, Puten, Gulasch. Ich nehme Hähnchenschenkel und ja, so in Stücke geschnitten. Und ja, man sollte das von den Knochen lösen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und dann auf jeden Fall schön in Rosenpaprika, Paprika, Oregano, alles so ein bisschen gemischt. Auf jeden Fall brauchen wir 30 Gramm Olivenöl, 100 Gramm Zwiebeln in Scheiben geschnitten oder Ringe. Einmal Mixtopf mit Messbecher draufgeben. 2 Minuten, 120 Grad auf Stufe 1. Jetzt geben wir das Hähnchen rein. Gramm Mehl und legen Spritzschutz drauf und das geht für 8 Minuten auf Anbraten. Und jetzt geben wir 200 Gramm Wasser in den Mixtopf. 50 Gramm Tomatenmark, 400 Gramm Paprika in Streifen. Also ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich das meine. Und einen gehäuften Teelöffel von der Gemüsebrühe, ein Teelöffel Salz. Das mische ich jetzt einmal so ein bisschen durch. Und das lassen wir jetzt 1 Minute 90 Grad einfach auf Slow Cooking. Ja, ich habe jetzt vorhin noch so ungefähr so eine kleine halbe Tasse Wasser mit reingegeben und habe das jetzt nochmal 8 Minuten auf Varoma gestellt und Kochlöffel mit Linkslauf, damit das so ein bisschen, ja, an den und ich zeige euch das mal eben, das ist so richtig am Kochen jetzt und es steht wirklich auf Kochlöffel, ja. Auf jeden Fall, gleich ist es fertig und dann können wir schon auftischen. Ja, ich habe es gerade rausgeholt und es sieht wirklich super klasse aus, wie ihr sehen könnt. Riecht auch wirklich toll. Ich will jetzt mal probieren, aber ich probiere jetzt einfach nur die Soße. Ja, die schmeckt super lecker. Ja, ich würde sagen, ich kann euch dieses Gericht nur empfehlen. Also ihr könnt das auch so machen. Ihr müsst jetzt nicht das Fleisch von den Knochen abmachen. Also ich habe es jetzt so gemacht und es ist wirklich super. Ja, dazu gibt es ein paar Nudeln und das war's wieder von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wollte sagen, tippt ihr die Glocke an, verpasst ihr keinen Film von mir. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Rezept.